Super, das war die schnellste... Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,37,6. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Thomas? Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ich frage, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Thomas startet aus der Pole Position und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Vettel, Weber, Lando Norris und Bottas. Perez, Ricciardo, Verstappen und Devin Button. Raikkonen, Albon, Lance Stroll und Hamilton. Sainz Jr., Russell, Robert Kubica und Nico Hülkenberg. Gasly, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf. Okay, kein guter Start. Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Thank you.
Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Super überholt. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,5 Sekunden. Fantastisches Rennen, einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Hier ist unser Sieger, der seinen Ferrari in den Parc Fermé fährt. Was für ein tolles Rennen. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben.
Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Thomas